Dach. Ich will heute wieder mal mit für euch streamen. Wir sind gerade in Cinestock. Frisch aufgemacht aus dem Kofferraum vom Auto. Ja gut, das geht nicht, das wisst ihr selber. Wir möchten heute mal auf dem Eifel vorbeischauen. Vielleicht auch noch, je nachdem, was die Uhrzeit sagt, an der Zeltstadt. Ein bisschen nach Busteilen suchen, weil wir haben ja jetzt einen eigenen Bus. Der steht schon am Eifel, aber der ist im Arsch. Müssen wir mal schauen, was wir finden. Dann lassen wir uns mal überraschen, was sonst noch passiert. Microphone activated. Jo, dann schauen wir Richtung Airfield. Dann mal los. Der weite, weite Weg. Ich bin froh, wenn ich jetzt endlich mal ein paar Reifen gefunden habe und die restlichen Teile, was wir für unseren Bus brauchen. Dass endlich mal dieser Scheißbus einsatzbereit ist. Stimmt, wir lieben ja unseren Busfahrer, Busfahrer, Busfahrer. Einen Reifen hätten wir schon. Also, wir haben jetzt schon zwei, die hinteren, aber die vorderen brauchen wir noch. Ich habe mal gesehen, dass man die hinteren mit einem Brecheisen teilen kann und dann kann man die vorne drauf machen. Ist das so noch richtig? Hat das schon mal einer probiert? Beim Bus? Kann ich dir nicht sagen, keine Ahnung. Okay. Kennt sich Nico besser aus. So, ich bin wieder da. War kurz An den abgehauen. Was Nico ist denn? fragen. Was denn? Eine Was wollte wissen? Frage in die Runde und zwar Bus. Da hat er hinten Zwillingsbereifung. Wenn ich jetzt die Ja. Zwillingsbereifung mit dem Brecheisen teile, kann ich die dann vorne drauf Nein, machen? geht's nicht. Nein, du kannst sie nicht craften. Ah. Bist du bei deinem Bus bei? Jo, wir schauen jetzt mal zum Airfield und dann. Ja, was? Ich bin doch bei mir und zum Airfield zum Bus hin brauche ich nicht lange. Dann kann ich doch bei mir kurz durchlupen. Ich bin sowieso noch ein bisschen online. Jo, Und wir kann dann bräuchten gleich mal gucken. noch hinten eine Zwillingsbereifung und die zwei vorderen Reifen. Die Jo. Batterie haben wir, jetzt Glühkerze haben wir glaube ich auch, aber eine Damaged, weiß natürlich jetzt nicht, ob die Ja, erstmal funktionieren. geht sie. Erstmal geht's hier, okay. Uwe, ich schreib dir näher noch bei Facebook mal kurz. Alles klar, kannst du machen. Was Wenn ist nicht, denn? lese ich spätestens morgen früh. Ja, kann ich jetzt auch schon machen. Dann, wieso bin ich denn nicht mehr Healing? Ich war doch vorhin Healing. Ich war versessen mit. Ach, also das. Kurz mal. Kurz nochmal zurück in die Base. Es läuft ja schon scheiß Zombie wieder hinterher. Bin kurz auf Toilette, bin gleich wieder da. Jo. Jo.
Energizer bin ich, jetzt noch kurz was trinken. Ich denke mal, demnächst wieder die Zelte umstellen, dass die wegspawnen. Ich weiß jetzt gar nicht, weil ich die umgestellt habe. Na, ich bin jetzt bei Tag 4. Ja, ich mache das jetzt immer jeden Sonntag. Ich habe mir jetzt einen festen Tag genommen. Das ist jeden Sonntag, wo ich das so mache. Und dann jeden Sonntag stelle ich dann. Ja, umstellen nicht, sondern ich. Ja, halt, kurz neu spawnen. Also neu aufstellen. Einmal leerpacken, neu aufstellen und. Genau. Das letzte Mal habe ich 2 Stunden gebraucht. Ja, es ist aufwendig. Also, wir haben es auch schon einmal hinter uns. Sicherheitshalber haben wir gesagt, machen wir jetzt nach 3 Tagen und jetzt. Ja, wieder da. Jo, wir haben zwar noch nicht viel, aber es ist. Man merkt schon, es ist. Scheiße. Wenn man es besorgen kann. Ich muss mal ganz kurz nochmal mit dir reden. Lass mal ganz kurz Nordost S4. Komm gleich wieder, Doom. Jo, Doom, wir kommen gleich wieder. User left your channel. User left your channel. Jetzt sind wir allein. Einer. Gut, ich höre auf zu singen. Das ist halt der perfekte Weghinweis, ne? Brauche einfach bloß immer den Hochspannungsleitung entlang und schon bin ich im Airfield. Komme ich von hinten allein. Das ist optimal. Und da hinten steht auch unser Bus. Wenn er noch da ist. Mal von dem abgesehen. Kommt erstmal wieder bergauf, wunderbar. Ich hasse es. Lauf. Also ich finde die TTSKO einfach von der Tarnung her am geilsten. Optisch am geilsten, Tarnung am geilsten. User joined your channel. User joined your channel. So wie da. So. Mal kurz hier mal die Häuser durch, weil meistens finde ich hier eigentlich, normalerweise finde ich ja nicht immer reichen. Also wir haben auch vor kurzem in jedem. In jeder Schuppe, Schuppen haben wir Räder gefunden. Zwar nicht für den Bus, aber. Ja, das ist halt JC, ne? So wie ich schon mal sagte, wenn man was sucht, dann findet es man nicht. Genau. Ja. Und komischerweise, wenn man das näher nicht mehr sucht, dann findet man da teilweise 3-4 Stück auf einmal. Genau. Das ist typisch. Normal. Jetzt JC. Ja. Deswegen, ich suche ja auch schon die ganze Zeit diesen Karabiner, diesen Z, noch was? Ne, C, C, Z. Scheiße. Oh, also, sag jetzt nichts dazu. Hast du einen gefunden? Ja, und die hab ich schon mitgenommen. Ist egal. Die liegen im Airfield, in den Garagen hier unten am Brunnen, beziehungsweise in der Einbaracke am Brunnen.
am häufigsten. Ja, ist noch nicht so schlimm. War heute schon einem Airfield? Nee, ne? Airfield ist fast ja, leer geblutet. Ja, das ist fast leer geblutet. Also da Off waren schon ziemlich viele heute. Offroad-Wheel, super, was will ich mit Offroad-Wheel? Wir waren heute mit fast 10 Leuten gleichzeitig online auf dem Server. Sind heute viele neue dazugekommen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Airfield im Schnelldurchgang und dann gehe ich meine Zeltstadt. War Zeltstadt LKW schon? Ja, ich sag ja, das Ding ist komplett durchgelootet worden heute. Mal testen, weil es spawnt ja noch was nach, ne? Ob das funktioniert, keine Ahnung. Also ich weiß das hat's mal geheißen, glaub, aber irgendwie, ich weiß nicht, ob das zuverlässig ist. Nee, es ist nach einer bestimmten Zeit spawnt Sachen nach. Ja. Naja, hilft nicht, jetzt bin ich ja schon da. Unser Biff steht auch noch da, das ist auch gut. Einfach mal gucken. Aber schade, dass das Gefängnisgebäude jetzt komplett leer ist, ne? Das ist schade. Ja, da könnten sie immer noch was reinmachen, die Idioten. Das war früher, also ihr kennt es ja nicht, aber früher war das immer der beste Spot. Wenn hast du dich da mal ausgerüstet, dann. Also bist du einmal hingerannt, bist du komplett ausgerüstet gewesen. Ja, das haben sie aber weggenommen, oder rausgenommen, weil da die meisten sich verschanzt haben, so gesehen, kann man sagen. Ja, aber man muss ja nicht alles rausnehmen, man kann ja doch. Nein, die haben sich da drin verschanzt und haben die Bambis abgeknallt. Das finde ich aber auch jetzt in Ordnung. Ist genauso mit dem Police. Police ist jetzt genau das gleiche. Ach was, Police ist ja locker. Wenn du Glück hast, rennst du durch, hast eine komplette Kleinwaffe als Glock mit Magazin. Und wenn du Glück hast, hast du auch noch eine MP5 mit Magazin oder eine Rack mit Magazin. Genau, also wenn du in die Polizei gehst, da hast du wirklich, wenn du Glück hast, gleich mal alles. Ja, ja, das nimmt sich gar nicht. Ja, also plus teilweise noch dann halt einen Helm oder eine Weste. Mhm. Ist ja echt so. Naja, dann schauen wir mal, was er fühlt. Vielleicht haben wir ja Glück. Es ist ein bisschen was nachgespawnt. Ich glaube zwar kaum, dass ich Glück habe, aber du weißt, wie es ist. Kennst ja den Bug, wie du das machen musst, ne? Kennt er nicht und er ist am Stream. Genau. Boah, jetzt wird's Spaß, Mensch, ich weiß. Alles so ernst nehmen muss. Ich bin jetzt bekloppt und sag das oder was? Der Wegrenner macht das. Ach so, okay. Ne, echt? Was? Der macht das, der eine. Ne, oder? Ja. Beinerei. Genauso diesen Bug im Bulletzack. Ach so, okay. Oh, oh. Oh, also Zombies sind schon wieder mal nachgespawnt. Zombies, die spawnen ziemlich schnell. Wenn die Sachen auch schon nachspawnen, dann ist es perfekt. Das geht ratzfatz bei denen. Jetzt noch kein. Habt ihr jetzt noch keinen Räuchen? War nicht das eigentlich immer voll so? Svenny Boy, rein? Willkommen im Stream. Ja genau, gleich wieder Noobcopter loslassen, du Arschloch. Also Truckreifen, da hätte ich die jetzt mit bedienen können. Na, Truckreifen glaube ich nicht. Ne, ich auch nicht mehr. Ich glaub gestern war es eine Uhr, wo ich mir den Truck zusammengebaut habe. Oder gestern oder vorgestern. So schnell mal. Habe ich mir, in, keine Ahnung, Stunde, anderthalb, habe ich mir ganz kurz mal einen LKW zusammengebaut. Smash Backpack, da haben wir jetzt auch schon tausende. Ja, die findet man ohne Ende, aber die Smash West. Genau, die Westen findet man nicht. Das mal endlich. Ganz, ganz selten. Kombinieren können. Deswegen ziehe ich meine Weste hier auch nicht aus, auf diesem Server.
Weil dadurch, dass es ein PvE-Server ist, wird ja nicht von jemandem geschossen. Normalerweise So, also nicht. bei Na mir schön. ist hier nichts. Bei mir ist nichts, also kein Reichen. Leider nicht. Warte mal, ich da hinten mal Schade. gucken. Aber der Weg hat Ah, sich schon ich. gelohnt. SVD-Magazin, das ist schon mal gut. Ja, hätte es auch von mir kriegen können. Eine Handgranate. Ja, ich habe noch zwei Waffen abzugeben, wollte die haben. Das Problem ist, wir haben keinen Platz mehr. Wir sind bis oben hin voll. Dann muss ein neues Zelt dran. Genau. Wo wir mal eins finden werden, dann, also wenn wir mal eins finden werden, so muss ich sagen, dann Das hättest du gerne. doch sagen können. Moment, ich lauf kurz so Base hoch. Ja, du musst jetzt nicht von dir irgendein Zelt nehmen. Nein, ich nehme nicht von mir irgendein Zelt. Ich laufe jetzt ganz kurz mal los und hole besorgt ein Zelt. Ist ja schon eins, also weißt du, wo eins steht, oder wie? Ich weiß, wo Zelte sind. Wo sind Zelte? Sinistock sagte ja der Ort was. Tsuboniki sagte ja auch was, da wo der Ja. Bus steht. Der Ort daneben, da sind Hochhäuser. Und in der Und glaub, Hochhaussiedlung, oder wie? ja, und glaubst du mir, kannst auch Uwe fragen, wenn ich losgehe von 10 Mal, glaube ich, habe ich 8 Mal ein Military-Zelt. Ja. Ja. Das ist kein Scheiß. Das ist, wäre ich so. Und ich gehe welch in ein Gebäude nur rein und habe gleich so ein Ding. Wenn natürlich Military-Zeit passt, das wäre natürlich Besorge ich dir. bin ich gespannt. Leute, ihr habt es gehört. Schauen wir mal, was passiert. Sven, du hast es auch gehört als mein Moderator. Als mein zuverlässiger Moderator. Hochwertig, wertvoll. Immer ganz kurz Afghan. Jo. Sibo! Achso, ja. Ich denke mal gerade. Oh, das kann der mitnehmen, das UMP-Mac. Habe ich. Das. Achso, ja. Also, falls du mal eine FNX findest, brauchst du das Ding definitiv. Dann ist die Mundi drin. Naja, aber es ist anscheinend ein bisschen was nachgespawnt, also das ist schon mal nicht schlecht. Sven, was denn? Ja, ich habe dich als meinen hochwertig qualitativen Moderator bezeichnet. Das ist eine Auszeichnung, die verdient man sich nur einmal im Leben, ne? Also. Herzlichen Glückwunsch, Sven. Herzlichen Glückwunsch. Jawohl, Magazine für die. Was ist das Ding? AK? Jawohl. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. So viele schöne Sachen, aber kein Platz. Ich höre schon wieder einen hässlichen Zombie. Hast du den Rucksack auf? Achso, du hast da ihn auf. Denn? Mach dich wild. So, gut, Lebensziel erreicht, da kann man ja nicht gesiffen. Genau. Dein Lebensdrama schon quasi immer schon High-End-Moderator. Leck! Seit wann kommen die scheiß hässlichen. Was ist jetzt los? TTSKU-Pants? Habt ihr das gerade gesehen im Stream?
Ich erschieße den hässlichen Zombie. Ja, bei dir, da ist ein Delay, ist ja klar. Ich erschieße den Zombie und dann spawnt auf einmal eine TTSKO-Pen. Ich habe einen noch dran, oder? Ja. Okay, auch nicht schlecht. Ich gleich mal mit, pack mein Zelt. Spanisch. Scheiße. Zombie erschießt. Ich hab. Was? Ding fest, so. Er hat einen Zombie erschossen. Genau, das kommt jetzt gleich ins Spiel. Und da ist neben dem Zombie kleine TTSKO. Hey, wird noch mehr viel? Ne, in der Baracke drin, hier, wo die drin. Der unten Ach. Ach, da war in der Baracke war der Zombie drin. Der ist da reingekommen. Ist da reingekommen. Ja gut, das ist Zufall gewesen, denke ich mal. Aber was für ein Zufall? Ich hab das auch schon gehabt. Ich bin auf einen Hochstand bin ich hochgeklettert, hab nach Loot gesucht oder nachgeschaut, was da oben ist. Hab gesehen, was da ist, geh wieder raus mit der Tab-Taste, das ist im Inventarsee, kurz Zeit später ist er gleich, ich war gerade draußen, ist gleich was Neues gespawnt. Das ist reiner Zufall. Ich habe das auch schon gehabt, ich bin aus dem Gebäude rausgekommen, bin losgelaufen und dann sagte halt der andere, mit dem ich zusammenspiele, der Kabi, sagte zu mir, wieso läuft da ein Heli vorbei? Ich sag, was für ein Heli? Sag ich, das war eben gar kein Heli. Doch, sagt er, ein Heli ist ein Heli. Ich sag, bist du blöd? Da hab ich mich umgedreht und umgelogen, da stand auf einmal neben mir, ich sag mal, 20 Meter von mir weg war auf einmal ein Heli, ist er gespawnt. Also ich würde es nicht als Zufall bezeichnen, ich würde es als Bestimmung bezeichnen. Ja gut, dann ist es eine Bestimmung. Passt. Okay. Sind wir uns also einig? Oh ja, da sind wir uns einig, Mensch. Ich habe übelste Probleme wieder mit diesem DayZ. Wenn du einmal gewohnt bist und spielst dann DayZ mit der Waffe, weil alles so träge und kacke ist, das ist Wahnsinn. Die Umstellerei, das ist scheiße. Macht keinen Spaß. Lohnt sich das eigentlich hier noch aufzuschauen? Nee. So, da ist Platz drin. Aber nicht den Sandsäcken hier, die. Den hast du, da lohnt sich noch nicht zu gucken. Hosen und die gehen. Was in den Sandsäcken? Was nochmal? Ich hab's jetzt nicht verstanden. Am blauen Turm, wenn du reingekommen bist, hast du doch gegenüber der grünen Hütte rechts. Ja, jetzt hab ich schon, genau, ja. Attachable Poachers, was ist denn das? Und eigentlich schon immer gutes Zeug. Das hat mir gar nichts. Pouches? Das sind Pouches. So komische Magazintaschen. Und wo kann ich die dann bringen? Magazintaschen für die. Für die Plate Carrier. Plate Carrier, genau. Ah, es gibt eine okay. Plate Carrier, da auf dem Plate Carrier kannst du ein Gunholz darauf machen. Und dann kannst du an den Plate Carrier danach die. So mache ich das. So mache ich das. Nämlich die Pouches, mache ich die Pouches ran. Und hab dann so gesehen meine Pistole, die ich dann mit mir führe, vorne vor der Brust. Okay. So, jetzt muss ich aber trinken. Auf den Weg machen. Gut. So. Dann ist Airfield abgeschlossen. Da würde ich mal sagen, gehen wir zur Zeltstadt runter. Schauen wir, was da los ist. Mal schnell auf die Karte gucken. Wenn ich den Weg jetzt hier entlang gehe, dann komme ich bei Favolovo raus. Und dann gehe ich, genau, so machen wir das. Legen wir einen Sprint hin. Schaut hier aus. Essen, trinken. Ah. Wird schon gehen. Gut, Jungs und Mädels, dann bis morgen, ne? Jo. Herzlich, viel Spaß noch. Danke und tschüss. Bis morgen, ich muss gucken, ob ich morgen Abend online bin. Ja, werden wir sehen, hey? Ja, gut, bis dann einmal. Ciao. Bis dann, ciao. User disconnected from your channel. Oh, ich bin auf dem Weg. Gut,
Wo treffen wir uns? Oder wie? Oder was? Oder was? Wo ich? Ja, weiß ich nicht. Ich wäre jetzt nämlich gerade unterwegs zur Zeltstadt. Airfield. Nee, die neue. Bei Muschikino. Ach da! Ach Muschikino. Da, ja, da, genau, ja, ja. Ich guck gleich mal. Wenn ich was finde, dann kann ich da auch hinkommen. Beziehungsweise kannst du es mir dann sagen, weil dann würde ich nämlich meine Sachen zur Base bringen und dann das Zelt, das musst du ja am Rücken tragen, wenn es jetzt wirklich ein Military-Zelt wäre, ne? Richtig. Ja, ich sagte dir schon, wo wir uns treffen. Genau. Muss man jetzt hier nicht so besprechen, ne? Weil ich weiß ja grob, wo deine Base ist. Aber wir haben Zuwachs bekommen da oben. Okay. Naja. Deswegen, also ich werde mich demnächst da oben an meinem Platz, wo ich jetzt bin, wieder verabschieden und sich woanders hingehen. Ist auch Zuwachs da in meiner Richtung, wo ich bin? Zwischen uns beiden. Oh, okay. Da sind die Admins von uns. Die Admins, na gut, okay, da mache ich mir dann wenig Sorgen, dass die das looten. Aber immer bloß Angst, dass irgendein Fremder kommt und der Ding der lootet. Ja. Das wäre natürlich ekelhaft. Habe ich letztens erst gehabt. Wurde letztens beklaut. Meine Winchester weg. 80 Schuss. Die Winchester. Was war noch weg? 30 Bullet Stripes. Und 12 Netze. Oh, scheiße. Ja, und du weißt, wie selten die Netze sind. Oh, warum gerade 12 Netze? Ich glaube, er braucht nur 12 Netze. Keine Ahnung, weiß ich nicht, weil 17 waren drin im Zelt. Die anderen hat er drinnen gelassen, 5 Stück. Hat natürlich, derjenige hat sich natürlich leer gelootet, damit er die Sachen mitbekommen und hat sie bei mir reingepackt, dann scheiße. Hat dann für die Winchester, die er mitgenommen hat, eine SVD reingepackt. Ja, und dann halt noch einen anderen ganzen Kram, damit er überhaupt alles mitbekommt. Sven, das Kommentar, der Befehl funktioniert nicht, ja? Was auch immer WC heißt, wahrscheinlich dann Welcome. Aber man merkt, dass das Spiel halt noch in Alpha ist heute. Also das habe ich heute festgestellt. Heute erst. Heute, ja, heute nein, aber ich war bei mir auf dem Monitor, wurde mir angezeigt, dass ich von der einen Person ein bisschen weiter weg war. Und bei ihr auf dem Monitor, bei der Person, war das so, dass ich noch vor ihr stand. Ich sage, ich bin 10 Meter von ihr weg, sage ich. Ja, du glitscht vor mir rum. Ich sage, ich bin hinter dir. Dann sagt sie auf einmal, weil ich will auf den Zombie schießen. Dann sage ich, dann schieß. Ich sage, ich bin hinter dir. Dann hat sie geschossen, hat sie mich aber trotzdem getroffen. Okay. Aber ich habe festgestellt, obwohl ich noch nicht mal eine
schusssichere Weste anhabe, sondern halt nur die Smirsch-West und halt diese M65-Jacke und sowas, habe ich einen Schuss aus der Longhorn, das ist mit Winchester-Munition, ausgehalten. Ich habe noch nicht mal geblutet, komischerweise. Ja, ich habe noch nicht mal geblutet. Hätte auch blöd ausgehen können. Er hätte richtig blöd ausgehen können, ja. Kommen. Zombie. So, mal gucken, wie gut mein Glück ist. Ich bin jetzt bei den Hochhäusern. Bin ja gespannt. Da ist ja dieser Busbahnhof in der Nähe von Sinistock. Die Stadt drunter, ich habe bloß den Namen nicht im Kopf. Ja, findet man da was? Das hat's halt nicht wirklich. Also Zombies. Mit Zombies findet man da viele. Doch scheiße, oder? Das ist doch eine Werkstatt und dann. Naja. Kopf behalten wir wirklich. Ja. Und hier ist auch ein kleines blaues. Also das große schwarze Runde. Ist das. Das ist wahrscheinlich eine Stufe kleiner, oder? Als das Militär. Nee, eine Stufe kleiner als das Militär, ja. Brauchst du da Rucksack oder wie läuft das? Ich bin ohne Rucksack unterwegs, also nee, das Katan kannst du so in die Hand nehmen. Achso, das kann man in die Hand nehmen, das ist natürlich super, ja. Ja. Ja, wenn du Zelte haben willst, also ich bin ja als Kartheft, bring ich die sonst auch mit. Also ich gucke aber erstmal hauptsächlich jetzt nach Military. Jo, aber das Kartheft kann man mal im Hinterkopf behalten, wenn wirklich. Ja. Sonst hier ist auch ein kleines blaues. Zwei kleine blaue. Da haben wir zwei schon kleine drei. Blaue. Wie? Ja, das hat, ich bin noch nicht. Ich bin jetzt gerade mal im zweiten. Ich gehe jetzt im dritten Stock und habe jetzt schon vier Zelte gefunden gerade. Aber nicht das, was ich finden will. Eigentlich habe ich immer Glück und finde es ziemlich schnell was. Also mein Sohn und Mann hat einmal mitgezählt und ich habe bei naja, 5 Hochhäuser hier insgesamt. In jeden Hochhäusern spawnen die Zelte. Und er hat mal mitgezählt, ich bin alle Hochhäuser durchgegangen und wir haben 19 Zelte haben wir gefunden. Also von bis, ne? Also leider kein Military, sondern halt nur diese Kartens oder halt diese. Kartens ist ja auch schon mal gut, ne? Das hat er auch schon ziemlich viel. Fällt ein bisschen auf. Ja, das ist das Einzigste, ja. Aber vorrangig zählt für uns jetzt erstmal der Platz, ne? Richtig, genau. Ja, ich suche noch, ich bin noch dabei. Oh, super. Bin ja noch nicht mal auf dem Dach. Noch ein Guardhand. Bingo. Bingo hört sich gut an. Ja, ich habe da ein Military Zelt und bin jetzt ein Guardhand mit. Top. Wahnsinn. Guardhand ist ein Worn und das Military ist ein Pristine. Ja, das passt einmal frei, das ist gigantisch. Jetzt hatte ich mir das gerade kurz vor Ushikino und dann renne ich noch schnell das andere Airfield durch und das wäre optimal, ne? Oder ja, Sinistock
Weißt du ja, wo? Ne? Ja. Unten bei den Stromleitungen beim Hochsitz. Da wo die Scheune auch steht? Ja, genau. Okay. Da treffen wir uns. Jo, dauert bloß ein bisschen. Kein Problem. Ich muss noch zum Aber ich habe RVK. deine Sachen alle. Ist top. Oder machen wir erst die Zelte. Obwohl, ich hätte gerne. Es ist leid, wie es mir euch tut, aber ich hätte gerne. Zumindest jetzt noch nicht unsere Base gern im Stream. Nee, ist ja auch kein Problem. Ich muss überlegen, ob die damit was anfangen könnten, theoretisch, aber eigentlich. Ja, es ist doof, nee. Lass mal lieber also meine Base aus dem Stream raus. Meine Base wird auch nicht im Sinn gezeigt, deswegen. Ist besser so. Ja. Weil dafür habe ich viel zu viel Zeit und viel zu viel Blut reingesteckt in diese Base. So, ich muss es dann hier irgendwann mal rechts abbiegen. Was wolltest du denn noch gerne haben? Was wolltest du doch noch, sagtest du? Weil du zum Airfield, zu den. Dann geht es Ja, bloß nach. vorrangig halt um ein bisschen Militärloot, weißt du selber, Waffen, technisch irgendwas in der Richtung, Magazine Was möchtest du und. denn haben? Ich habe ja noch ein bisschen was auf Lager. Nee, das möchte ich nicht. Nee, ich habe ja auch noch ein bisschen was über, was wir nicht mehr brauchen. Nee, vorrangig brauchen wir AK-Magazine, AK-47-Magazine. Was brauchen wir noch? Also AK-74, ja, da musst du das sagen, 47. weil dann bringen wir 47. das mit, weil wir haben keine 74. AK-74. Wir, wenn dann haben wir nur AKM. Und AK-74 so gesehen lassen wir eigentlich immer liegen. Ja, momentan renne ich noch mit der rum. Ich möchte ein bisschen mal spielen, weil die echt ganz Spaß macht. Ja, dann bringe ich dir nächstes Mal, wenn ich am Guten bin, bringe ich dir AK-74 Munition mit und das Magazin auch nochmal Jo, super. da. Und Hast du denn sonst? schon einen Suppressor drauf? Nö. Hast du dann schon einen Kaschkanzug drauf? Nö. Ist Okay. noch nackig. Und zweitrangig suchen wir natürlich dann unsere Autoteile. Also in ein paar Dörfern, Hallen, Klar, wo. logisch. Aber ist kein Problem, kann ich auch mitsuchen und kann sie dann dementsprechend bei mir an der Base mit unterbringen. Es hat vorrangig wäre Reifen. Also Ja, halt. ist kein Problem. Wenn wir Reifen finden, bringe ich sie mit. Oder mehr gesagt, ich lagere sie erstmal zwischen bei mir. Und dann, wenn du wieder online bist, komme ich dann und bringe dir die Reifen dann dahin, wo das steht. Ja, ob. Weißt du, wo das steht. Optimal. So, wie muss Das ich ist jetzt kein laufen? Problem. So, oder? Was für ein Handguard hast du bei der AK-74 dran? Noch das Standard, also das braune Holzhandgriff. Genau, HK Handgard Wooden. Ja, Das hölzerne. gut. Du müsstest dieses Handguard Rail Ah, Plastik oder wie das das Ding heißt. da, ja. Ah, ich kenne schon. Habe ich schon Das mal gesehen, aber das müsstest. war damaged, das habe ich dann gleich liegen lassen. Ja, das müsstest du dir nochmal besorgen dann. Gut, besorgen ist leicht gesagt, ne? Findet man, ich sag mal, Zinnstadt meistens, ja, eigentlich schon. Also, da sollte man das eigentlich immer finden. Also, Worn geht auch, also, man muss es nicht unbedingt im Pristine haben. Bin noch mal ganz kurz AFK.
Aber wenn wir ein bisschen Glück haben, findet man noch ein bisschen Loot in der Zeltstadt. Aber ich denke, die wird auch schon relativ ausgelootet sein. Außer natürlich, dieser Respawn funktioniert ziemlich gut. Oder bin ich irgendwie nicht so von überzeugt, weil es ist Daisy. Großwildjagd. Oh. Schönes Ding. Gar nicht so einfach hinter sich, gar nicht so einfach. Weil wenn man vor kurzem erst gesprintet ist, dann ist das ja ziemlich schwierig. Willkommen zurück. Land der Shoshone, wo die Shoshone schön wohnen. Ja, genau. So ungefähr, ne? Fleischhole, ne, wir holen jetzt kein Fleisch. Ne, ich habe ja genug zum Essen in der Base. Das war jetzt reine Schießübung. Was hast du erschossen? Ich glaube, ein Wildschwein war das, wenn ich richtig gesehen habe. Dann geh da bitte hin und crafte ihn. Ich möchte gerne das Leder haben. War ich dazu ein Messer? Ja. Tut mir leid, kein Anschluss unter diese Nummer. Du hast kein Messer? Nee, Schraubenzieher kann ich anbieten. Ich bin irgendwo Steine bei dir in der Nähe, also auf dem Boden, dass du irgendwie nach Steine suchen kannst. Search for Wooden Sticks. Ich könnte höchstens noch mal schauen. Da oben waren ein paar Steine gelegen, vielleicht kann ich da nach Steinen suchen dann. Müsste halt ein steiniger Boden sein, also das sieht man auch von da. Ich gehe nochmal hoch. Weil dann könntest du nämlich sonst nach einem Stein suchen und könntest dann aus dem Stein ein improvisiertes Messer craften. Schauen wir uns mal an. Weil aus diesem Wildschweinleder, das braucht man nämlich nicht gerben, kann man nämlich einen Rucksack bauen. Springe halt rüber. Hast du ja auch noch gar keine richtigen Schuhe oder sowas, ne? Ja, doch, ich habe halt alle, wie heißen die? Jungle Boots. Military Boots nehmen und dann ein Combat Messer an Pristine in die Military Boots reinstecken.
Also, ich kann hier. Hört sich zwar komisch an, weil es gibt nämlich auch Combat Boots, aber das Combat Messer passt nicht in die Kombi Boots rein. Macht Spaß. Ja, es passt nur in die Military Boots rein. Also ich kann schon mal nach Steinen suchen. Das ist gut. Aber bis jetzt. Ja. Das dauert meistens. Da, wunderbar. Löscht. I have found something. Ja, Wahnsinn, ich habe einen Stein Super. gefunden. Ja, das dauert echt richtig lange. Ja, das ist, So, meine Base steht auch noch, das ist schon mal gut. gut. Dann renne ich mal zur Sau. Hey, warte, warte, wenn du einen Stein hast, dann musst du erst den Stein schleifen. Das geht wie? Da, wo du eben gerade den Stein gefunden hast, nimmst du den Stein in die Hand. Ja. Und dann steht da irgendwas mit Craft. Craft Stone Knife. Ja, genau. Okay, kenne ich auch noch nicht. Auch neu. Also zumindest für mich. Als alter Arma 3 Spieler. Ah, jetzt würde irgendwas am Boden rumgraben. War nicht schlecht. Richtig. So, und Hast jetzt du habe gleich ich ein improvisiertes Messer? Improvised Knife. Jawohl. Jetzt muss ich die Sau schlachten, oder wie? Muss ich das jetzt mit anschauen? Richtig. Aber da sieht man nichts von. Schade. Da wäre es endlich mal interessant geworden, nicht mal. Ja, aber man sieht nachher nur, was du dann rausgecrashelt hast. Also was vom Schlachten rauskommt. So, Few Quentins. Ne, was will ich machen? Skin, was? Skin, Body Ja, to Body, genau. genau. Machen wir eine Aufnahme. Dann wirst du gleich sehen, was da So, rauskommt. die Sau ist weg und ich habe gefunden. Wildboar Pelt und jede Menge Richtig. Fleisch. Richtig. Viermal Fleisch müssten das sein. Ja, Fleisch kann ich wegtun, oder? Willst du was haben? Nein, 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 das nehme ich mit. Nimmst du mit, okay. Ja, das nimm bitte erstmal mit. Ich komme in deine Richtung. Brauchst du Wenn Gedärme du. auch? Peel of Nein, Guts? die kannst du wegschmeißen. Aus dem Gedärm kann man sich entweder eine improvisierte Angel mit einem Stock bauen. Oder man kann aus dem Gedärm einen Bogen bauen. So, gut, dann haben wir das schon mal. Dann das Fett kannst du wegschmeißen. Das sind diese fünf Ja. Stück, diese weißen Dinger. Daraus kannst du Die Bones dir wahrscheinlich auch, ne? Fackeln bauen. Und die Bones aus den Knochen kann man sich mit einem Messer einen improvisierten Haken bauen. Okay, Bones weg. Weil sonst geht mir nämlich irgendwann der Platz aus. Aber Zum der geht Glück wird's mir dann. schon langsam aus. Das Messer können wir auch weg tun, das improved. Also ich habe das improvisierte Messer habe ich gerne mit, weil Steine findet man öfters und macht da gerne Dosen und sowas mit auf. Also, weil wenn das Damage ist, interessiert mich nicht, dann schmeiße ich das weg und hole mir ein neues. Ja, ich habe halt einen Schraubenzieher dabei, beziehungsweise später habe ich eigentlich, man findet eigentlich an fast jeder Ecke so einen Flaschenöffner. Bloß momentan finde ich überhaupt keinen. Flaschenöffner ist immer das Feinste. Ein Slot und macht es eigentlich am besten auf. Bring ich den bitte in Worn. Ich brauche meinen nicht. Weil ich mache das meistens eigentlich immer mit Stein auf. Okay. Dann auch, ich sag mal, von 95 bis 100% immer. Also ich habe da kaum Verlust. Die Zeltstadt, sie ist schon in Sicht. Mischkino, Zeltstadt? Genau. Dann komme ich da gleich mal hin. Geh ich bloß kurz durch und dann. Ja, ich komme da mal hin, ich laufe dir entgegen. Achso, ja.
Musst du mir halt nur sagen, wenn du aus Mischkino oder mehrfach aus der Zeltstadt rausgehst, damit ich dann dementsprechend Bescheid weiß, in welche Richtung ich laufen muss. Jo. Weil ich ja gleich dort einlaufe. Ich werde keine Helis mitnehmen. Habe ich auch keinen Platz für. Weil ich habe, glaube ich, wenn es so kommt, ja, ich habe noch einen Slot Platz. Naja, ein Slotplatz ist ja schon mal besser als kein Slotplatz. Was ich Ja, schade finde, zum aber. Beispiel im Zelt, da haben wir mal versucht, so einen Rucksack voll zu machen und dann ins Zelt zu tun. Das könnten sie eigentlich auch noch Das. fixen. Ja, Weil das. theoretisch kannst Es du soll ja ja. kommen. Ne? Es soll ja kommen mit dem neuen Update, dass du auch Rucksäcke in die Hand nehmen kannst. Das heißt, wenn du jetzt, ich sag mal, einen Rucksack hast und du müsstest unbedingt noch einen zweiten Rucksack für die Base haben, oder für deinen Kumpel oder sonst irgendwas, und du findest einen, kannst du den in die Hand nehmen und kannst dann dementsprechend loslaufen. Was jetzt ja immer noch nicht geht. Und ob das nachher auch funktionieren wird, dass du auch mal einen vollen Rucksack schleppen kannst, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hast du es, wenn der Typ so außer Atem ist? Oh, ganz viele drauf hier. Hallo? Ja, so. Jetzt. Ja, ich musste kurz mal. King. Oder was? Richtig. Ja. Waren hier wieder drei Fremde drauf, die hier nicht zugehören. Und ich sag mal, Zeltstadt Mischkino ist halt doch auch wie Airfield sehr beliebt. Ich komme mit den Waffen einfach nicht klar. Am meisten Spaß hat mir die SKS gemacht, aber ich will jetzt mal ein bisschen wegkommen von der SKS. Das ist SKS bringt Spaß, also die bringen echt Spaß. vor allem auch Entfernung. Kann man auch nicht sagen. Aber ich sag mal so, mit der Fahrt nach, Fahrt nach. AK-74 oder einer AKM kannst du auch ohne Probleme auf 300-400 Meter auch noch treffen. Halt nicht mit einem Mal im Korn, so wie du jetzt zur Zeit hast, sondern halt mit den Kaschkars drauf. Alles klar, klar. Aber ich muss mich da erstmal ein bisschen einspielen mit dem. Obwohl, du schaffst es sogar, mir sagt mein anderer, der Kabi, das ist ja mein Cousin, der mit mir zusammen spielt. Genauso wie der Uwe, der von hier war. Mit dem spiele ich auch zusammen. Also wir drei sind ein, so gesehen ein Team. Hallo? Der Was? Kabi schafft das auf 300 Meter mit einer Magnum Zombie wegzuhauen. Boah. Also das ist schon, ja. Ja, der Uwe ist, also der Uwe und der Kabi sind mehr so auf AKM. Die spielen eigentlich öfters mit der AKM. Und ich bin halt eher derjenige Long Range, ne, also Winchester. Es ist bei meinem Kumpel genauso, den Bud Spencer. Der spielt eigentlich auch so Long Range und ich bin eigentlich immer der, wo so. Ja, Schnellfeuerwaffe oder meistens sogar bloß Pistole. Ich lieb einfach Pistole. Damals die. Was waren das? Was waren damals verfügbar? Wenn es mir einfällt, zeige ich es irgendwann mal. Glock 19? Nee, nee, die gab es damals noch nicht. 1911er. Die. 1911, was gab es noch? Also weiß ich gar nicht, was gab's denn noch so? Oder was, ja, ich kann ja nur sagen, was es jetzt hier in diesem Game gibt. Mir fällt es gerade echt nicht ein. Also, 1911er ist gar nicht mehr so schlecht. Ja, Aber das war die eine beste andere. Pistole, die ich jetzt hier in diesem Game jetzt bis jetzt gesehen habe und auch mir gespielt habe, ist die FNX. Hab ich zum Beispiel jetzt nicht so ein Fan von. Ich bin jetzt mehr der Fan von der Glock. Ja, also die FNX, weil du kannst halt ein Leuchtpunktvisier drauf machen. Und mit 45er ACP-Munition, also mehr Durchschlagskraft als die 9 mm von der Glock. Reißt die ganz schön ordentlich was weg. Also die macht gut, also ich sag mal so, auf 300 Meter mit einem Leuchtpunktvisier ein Zombie weghauen ist kein Problem. Ach ja, so ein
Griff für die AK habe ich auch gefunden. Also, was heißt Griff? So ein Rail-Dings vom Scheißdreck. Genau, Rail-Plastik haben wir, ne? Genau. Gut. Da musst du nur noch Buttstock finden. Okay. Findest du meistens bei entweder bei der AKSU. Halt ja die Schulterstützen, die halt hinten offen sind. Folding Buttstock. Stopp, ja, was steht dabei? Das ist FN Fall. Ja, FN Fall, das ist die Fall, wo du, die du letztes Mal auf dem Airfeed hattest. Was ist das hier? Fall. Wo Bud Spencer die VSS bekommen hat von mir. Ja. Die Fallspießer mit Winchester Munition. Deswegen wollte ich ja mal gucken, wie diese CZ Carabine oder wie sie heißt. Karabiner, wo du auch dann halt dieses Handelsscope drauf machen kannst. Wie die Waffe ist. Ob das dann halt vergleichbar ist wie die Winchester. Weil die schießt dann halt mit der SKS und AKM Munition. Ah, okay. Da findest du natürlich viel mehr Munition als für die Winchester. Ein Messer? Naja, aber kein Platz dafür. Ein Combat Knife? Ich glaube, es war ein Combat Knife, ja. Ja, dann dir mal, wenn es geht, Military Schuhe suchen. Die würdest du auch erfinden. Weil dann kannst du nämlich das Messer in die Schuhe reinstecken. Und brauchst den Platz nicht, den entsprechend im Inventar hast du in der Schuhe drin. Okay. Schlechte Idee. Ja, also so laufe ich halt auch immer rum. Also, oder meine ich wie alle. Wir haben meistens die Military Boots an und haben dann unser Kampfmesser so gesehen. In den Stiefel drin stecken. Damit wir diese zwei Slots dann halt auch wieder haben für irgendwelchen anderen Loot. War das jetzt Combat Boots oder Military Boots? Military Boots musst du haben. Military Boots, da haben wir es ja. So, wo war jetzt dieses hässliche Messer? Das war irgendwie. Okay. Da war es hier drin. Auch nicht. War es ganz vorne. Jawohl, da war es. Comic Knife. Genau, das kannst du jetzt dementsprechend. Das ist drin, auf genau. Stiefel ziehen. Ah, ja, okay, das ist nicht schlecht. Sieht man dann auch dementsprechend, wenn du läufst oder stehst. Sieht man das ganz eben, dass sie da an der Seite in den Kampfstiefel drin stecken? Ja, stimmt, okay. Meistens sieht man das, wenn du am Laufen bist. Da sieht man das dann dementsprechend, dass du die Dinger an hast, also das Messer drin hast. Wo ist denn eigentlich der Bud Spencer? Der wollte letztens nämlich noch was von mir. Wahrscheinlich wegen am Bus. Achso, ja, gut, das kann ich mir vorstellen. So, ja, schon. Aber ich hatte dir eine Offline-Nachricht geschickt. Genau, hab das schon weitergegeben, ja. Das war natürlich auch ganz scheiße auf dem Bus. Ich hatte dir, glaube ich, so Bescheid gesagt, ne? Ich weiß es nicht mehr. Du hast mir eine Nachricht geschickt und danach hast du mir nochmal so Bescheid gegeben. Richtig, genau. Alles. I need a drink. Was habe ich denn großartig, was ich jetzt trinken könnte? A Sprite. Aber ich habe letztes Mal, letztes Mal schon vorhin, halt mal auf einem dunklen Server, habe ich mal die Kopflampe ausprobiert.
Ja, das funktioniert auf jeden Fall, aber das ist schon krass. Auf einem dunklen Server, das ist schon krass, aber da kannst du teilweise auch lustige Sachen machen. Wenn du mal auf so einem vollen Server bist und die Leute stürmen dann ins Airfield rein und sind dann in ein Gebäude drin, dann tust du mal so Leuchtstäbe hinschmeißen. Was meinst du, was dann los ist? Dann brauchst du eigentlich nur eine Flare Gun. Oder sowas, ja. Richtig, und dann ein bisschen weiter wegstehen und dann schießt du sie einmal hin und beleuchtet erstmal das komplette Airfield. Was meinst du, was da dann an Panik ist? Wie die Ameisen, die laufen dann in alle Richtungen weg. Genau. So, ich bin jetzt fertig mit dem Looten. Jetzt würde ich sagen, ich glaube, wenn ich wieder so zurücklaufe, wie ich hergekommen bin, also wieder Bushikino vorbei und dann nach, wie heißt die Ortschaft? La Patino. Lupatino, Ja, und dann. wir treffen uns gleich im Mischkino. Achso, Mischkino, okay, was? Ja, Mischkino, Brunnen treffen wir uns. Ja, ich bin kurz davor. Ja, dann laufe ich hier querfeldein und laufe ich über den Berg. Warum sind eigentlich hier draußen noch Zombies? Naja. Ja, die Bestimmt neu spawnen gespawnt. irgendwie komisch. Ja, die spawnen draußen neu. Sobald du nur die ganze Zeit in der Zeltstadt drin bist, spawnen die draußen neu. Das ist auch nicht verkehrt, weil sonst würden mich die ja dauernd in der Zeltstadt wieder attackieren, ne? Richtig. Das war ja auch Aber Mist. wir haben heute mal festgestellt, welche die lauteste Waffe ist. Das ist ungelogen die Longhorn. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Longhorn sagt mir gar nichts. Sieht aus wie eine Magnum, also Holzgriff. Ja, ein Lauf, allem dran. Hat aber oben ein Visier drauf. Wie so ein Hunting-Scope sieht das aus. Und ist ein Einzellader, die mit Winchester-Munition verschossen wird. Okay. Das Ding ist saumäßig laut. Also wir haben das heute mal getestet. Also wenn du irgendwo in der Nähe von Zombies bist und schießt einmal auf einen Zombies, die restlichen Zombies hast du an der Nacken. Ich weiß auch gar nicht, ob man die irgendwie mit einem improvisierten Schalldämpfer-Laser kriegt oder sowas, aber ich glaube, das wird auch nichts bringen. Ich glaube, da wird der ganze Schalldämpfer wegfliegen. So, ich bin Mischkino, bin ich. Ich glaube, es ist gerade über den Berg rüber. Ich bin jetzt Ja, schon ich Mitte vom weiß. Berg ungefähr und ich müsste halt Ja, da rauskommen. ich weiß, wo du ungefähr bist. Das Mischkino war so gesehen meine erste Heimatstadt hier in diesem Game. Gegenüber von der Zeltstadt im Wald hatte ich damals meine erste Base. Ah, schlechte Wahl, in meinen Augen. Nee, das ging noch. Also das Meinst du? war echt, ja, das wäre echt super. Drei Zelte gehabt, eine Mod dran. Nee, stimmt gar nicht. Die erste Base waren, glaube ich, IK-Tent und zwei kleine Zelte. Ich kann mir Hat vorstellen, sich dass da der viel los ist. Hat sich der So. irgendwann mal vergrößert auf 2K-Tents, dann wurde einmal ganz kurz umgestellt, weil wir bestohlen worden sind. Dann habe ich, ja, so gesehen, eigentlich meine dritte Base dann, Meshkino, so gesehen, kann man sagen, habe ich dann aufgebaut, mit drei kleinen Zelten, einem dran. Habe dann jemanden kennengelernt über einen Test und habe den vertraut. Naja, ich habe mich Aber gar dann nichts mehr da. ausgeloggt, eine halbe Stunde Jawohl. wieder eingeloggt und Ich ziehe das mal erstmal schnell hier schöne trinken. Begrüßung. Ist für meine Hand. Weil ich jetzt nicht auswendig weiß, was. Was ist denn das Salutieren? Salutieren, richtig. Kann man anstellen. Okay, ne, das war es auch nicht. 5, 4 Nein, ist. das, nee, das kann man alles einstellen. Das muss man einstellen. Achso. In der Ziehst einen Applaus. Konfiguration kann man das. So, So, hydrated. Passt. dann wollte ich hier, na gut, Backen ist immer Leg mir mal ganz kurz mal deine AK hier hin. Die Schulterstütze hast du noch nicht dran, ne? naja, habe ich keine gefunden, leider. Achso, okay. Dann machen wir das einmal so. Einmal so. Ja, machst du jetzt Swap-Hunkert oder machen wir es anders? So. Geht das jetzt nicht?
Wir will das nicht machen. Mal ganz kurz seine AK wieder auf. Ja. Die ist jetzt ohne Handguard, glaube ich, ne? Ja. Versucht das mal anzubauen, dann müsste Swap Handguard stehen dann. Steht geht da, das? Aber macht nichts. Kannst einfach mal das in Hand nehmen, ich gleich mal probieren. Nö, macht nichts. Auch nicht angehen. Nö, macht er nicht. Ich schmeiß ihn nochmal kurz raus. Gib mir mal ganz kurz, ich bin gleich wieder da. Ja. Mal ganz kurz an der Acker mit. Behalt mal ganz kurz bitte meine Winchester hier. Oh, ich bin hier am Brunnen. Ja, nee, aber bitte aufnehmen, nicht dass die wegspawnt. Bin dann nämlich gleich wieder da. Weil das ist nämlich nicht das, was ich wollte eben gerade. Schönes Ding. Ja, die Winchester ist schon fein. Viel Spaß. Oh Scheiße, da war was drin. Ja, ich sehe überhaupt kein Magazin. Also hat die kein Magazin, oder wie? Die hat kein Magazin. Okay. Da hast du jetzt einen Schuss weniger. Das war so nicht beabsichtigt. Oh, kein Problem. Na, ein Schuss. Habe ich jetzt das. Ne, habe ich noch nicht. Ach, ich gehe kurz. Ja, ich hatte heute beim Airfield hatte ich eine AKM gefunden. Und hab sie mir auch einmal so gesehen, einmal kurz Feldstadt einmal kurz durchgelootet alles dafür. Ja, fast alles, sag ich mal so. Hatte eine Schulterstütze von der AKSU dahinter. Hab mich ausgelockt. Bin, ich sag mal, 20 Minuten, eine halbe Stunde später wieder dazugekommen. Und hab gesehen, dass die Schulterstütze auf einmal weg war. War halt dieser komische Waffenbug, ne? Ja. Zombies? Nein. Nö. Ich hoffe, innerhalb sind keine nachgespawnt. Geht auch ein Buttstop im Damage erstmal. Ja klar. Und auch eine Handguard im Damage erstmal. Ja. Besser ist gar nichts. Aber ja, ich kann hier keins mehr raus. Warte. Na, warte mal, ich suche mal kurz eine neue AK-74. Weil irgendwie funktioniert das nämlich nicht. Will das Handguard nicht mehr aufmachen. Warte mal, vielleicht. Warte. Vielleicht ist es da, aber. Ja. Mal schauen, mal. Das ist eine AKM. Ein Fass. Oh, jetzt sitzt knapp. Du hast ein Fass da? Ja. Ein leeres? Ja, ein gelbes.
Ohne irgendwie Zettel oder sonst Ohne irgendwas? alles, ja. Ja, dann kannst du das dann mitnehmen. Aber das ist kein Problem. Ich komme ja sowieso gleich wieder hin. Genau. Weil langsam habe ich nämlich technische Probleme. So, das geht jetzt. Und dann müsste das so. Was haben wir jetzt gemacht? Hat er gemacht? Hat er auch gemacht? Hat er auch gemacht? So, wir sind fertig. Ein Traum. Und bin gleich wieder bei dir. Ich mache noch schnell das Fass zum Brunnen. Ja, nimm mal mit. Mal schöne Sachen mitmachen. Armbinden färben. Leder gerben. Das Wichtigste ist Platz. Das ist das Wichtigste für mich. Sachen reintun und Platz. Ja, gut, das können wir auch. Aber ich sag mal so, nachdem ich jetzt das, was mitgebracht habe, wieder hast du, sag glaube ich, über 400 Slots Platz. Ja. ja, man kann nie genug haben. Also Das der stimmt. Herr Bud Spencer, der hamstert ein bisschen, der tut alles rein, was er findet, so ungefähr. Was Ja, das ist, total interessant ist. der Uwe ist genauso. Aber ich habe letztens Essen angepflanzt. Also ich habe mich mal ein bisschen hier auf Gärtnerlandwirtschaft gemacht. Okay. Und habe dann mal so mal durch. Ich habe sonst immer Zucchinis angepflanzt oder Paprika. So, und habe mich jetzt mal darauf spezialisiert, also spezialisiert, sag ich mal, ich sag mal, hab's mal ausgetestet, Tomaten und diese Pumpkins zu machen. Und was war das andere? Ich weiß gar nicht, was das andere war. Kann ich jetzt so nicht genau sagen. So schnell konnte ich gar nicht ernten, also du musst echt mit zwei Leuten dabei sitzen. Ich hatte einen großen Mountainbike drauf und habe innerhalb von zweimal Ernten fast im Mountainbike voll gehabt mit Tomaten. Also das ist schon ordentlich was. Also wir brauchen auch gar kein Essen mehr looten. Also wir können eigentlich von denen essen, was wir so gesehen finden, oder mehr sagt finden, sag ich schon, anbauen. Brauchen wir gar kein Essen mehr suchen, da kommen wir komplett von denen. Also da könnten wir sogar euch noch mit durch so gesehen Versorgung. füttern. Ohne Probleme. Ich sag, wenn wir drei, also meine Leute, mit denen ich zusammenspiele, wenn wir das dementsprechend machen mit Anpflanzen an und dran, und würden das mal so eine Stunde durchmachen, könnten wir alle, die hier auf diesem Server spielen, komplett durchfüttern. So, ich bin gleich wieder beim Brunnen. Ich habe das ein bisschen rumgeguckt, ein Truck-Doppelwheel habe ich auch gefunden, aber das ist ja uninteressant. Ja. Na gut, Leider. jetzt hast du das Fass, also wird das ja nichts mehr. Also einer muss ja das Fass mitnehmen und einer muss das Zelt ja mitnehmen. Genau, ich habe mir gehofft, du kommst schnell mit. Ja, ich komme mit. Kein Problem. Aber das Truck-Doppelwheel, das brauche ich ja nicht, das ist interessant. Ich brauche ja Bus. Aber Jo. ich hab mal ganz kurz seine AK-74 ein bisschen modifiziert. Bin hier gespannt jetzt. Also, kennst du den Film SWAT? Ja. Wo er sagt, der Ablauf, der Abzug muss ein bisschen modifiziert werden. Juli, dann bitteschön für deine neue AK-74. Du hast das Ganze jetzt gefunden. Nö, nicht gefunden. Sondern? Bei mir in der Base. Also, nicht alles. Also, Kashkan Scope. Entsprechend das Zweibein. Und Jawohl, ja, da jetzt hat geht ja was. und den Suppressor, das heißt, du hast einen Schalldämpfer drauf. Sehr So, nice. du Geht das kannst Zweibein? das Zweibein kannst du ausklappen, Inwiefern? wenn du die Waffe in der Hand hast, auf Zweibein rechte Maustaste. Und dann steht da, dass du das Zweibein ausklappen kannst. Das aufs Zweibein, rechte Rechte Maustaste, Maustaste, Deploy und dann Depot. bist du, ja, genau, und jetzt hast du das Zweibein ausgeklappt. Das bringt jetzt was, oder wie? Nee. Keine Ahnung, was das bringt, aber es sieht gut aus. Naja. Also, es sieht echt gut aus, also. Okay, naja. Gut, dann Zeige ich schon mal nehme ich so. mal das Erstmal danke. Zelt.
Warte, jetzt weiß ich, was ich eigentlich hier wollte. Wasserflaschen auffüllen. Deswegen bin ich eigentlich von hier hergerannt. Dann Leute, dann sage ich mal für heute ist Feierabend. Gehen jetzt noch in die Base, die ist hier irgendwo in der Nähe. Das zeigen wir euch jetzt mal nicht. Dann geht's beim nächsten Mal wieder weiter. Sage ich danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss.